möchte auch eine Legierungsrüstung. Ich möchte ein Schwert. Die Rüstung ist mir ja ziemlich egal, sage ich jetzt mal. Ich bin ja eh der Angriffstyp. Trotzdem brauchst du für... Egal. Nein, ich kann auch nackt, beziehungsweise in Unterwäsche. Viel Spaß. Die Frage ist nur, ob das so vom Vorteil ist. Beeindruckend, nicht? Seht euch nur dieses Tor an. Als ob die Natur wollte, dass wir Astera genau hier errichten. Astera? Gefällt mir. Der Rest der Fünften ist schon da. Ihr seid als Letzte eingetroffen. Geschafft. Bin gleich zurück. Ihr seid am Leben. War hart, was? Als wir euch zwei nicht finden konnten, haben wir Angst bekommen. Habt uns Sorgen gemacht. Wir wollten schon nach euch suchen gehen. Aber Ende gut, alles gut. Hey, könnt ihr uns helfen? Entschuldige. Komm. Wir sehen uns später. Ich wollte jetzt da schon das Lager angucken. Okay. Das hier ist unser Handelshof. Ein treffender Name, wenn ich das sage. Ich bin hier dabei Astera gerade rein. Sieh nur all die Leute und das Zeug. Aber es ist ultra, wenn du überlegst, was Astera eigentlich oder? Ist, ne? Ja. Ja, wir haben alles vor Ort. Wir haben Jäger, die erkunden, Gelehrte, die forschen, Techniker, die alles am Laufen halten. Das hier ist das schlagende Herz der Kommission. Ich will Techniker sein. Wartet mal kurz. Kommandant, ich habe sie gefunden. Oh, der Kommandant sieht ja fies aus. Also jedenfalls ist es ultra. Ja. Na, willkommen ist ja schon so weiter. Irgendwie wusste ich, dass sie es schaffen würde. Ah ja. Halt euch voraus. Nun geht schon. Okay, ich werde euch alles zeigen. Suchen wir erstmal deinen Palico. Ich glaube, das wird selbst Elder Scrolls Online richtig Konkurrenz machen. Ja. Schau später vorbei, um dir das Sortiment anzusehen. So, dann kann ich mich ja jetzt mal umsehen. Was kann ich hier so machen? Hallo. Als nächstes gehen wir zur Schmiede. Die ist hier entlang. Ja, dann warte doch auf mich, wenn ihr schon zur Schmiede geht. Hier drüben. Zur fünften Flotte der Kommission, nicht wahr? Der alte Mann, der das Sagen hat, mein Großvater, war bei der ersten. Aber das war vor langer Zeit. Ich gehöre zu keiner Flotte. Ich bin hier geboren und das aufgewachsen. Ist schon geil, die Aussicht. Ich war noch nie in der alten Welt. Das ist unsere Schule. Hier kannst du Waffen und Ausrüstung herstellen. Du wirst oft hier sein. Wow, schau dir das an. Möchtest du dich umsehen? Ah, hier drin ist es schön warm.
Als nächstes gehen wir zur Kantine. Schauen wir sie uns an. Genau. Ach ja. Die Kantine? Ich bin dabei. Hier drüben. Das hier ist unsere Kantine. Hey, da drüben! Tja, mein Palico hat Hunger. Hey, du! Oh, du bist in der Cafeteria? Gerade beim Rad. Du schaffst das. Okay. Ja, stimmt. Das höre ich jetzt auch, das Horn. Gut. Sie berufen den Rat ein. Kommt. Ja. Da ihr jetzt alle hier seid, lasst uns mit der Ratssitzung beginnen. Nachdem sie einen Drachenältesten verfolgt hat, der das Meer überquert, hat die fünfte Flotte endlich Astera erreicht. Heißt sie herzlich willkommen. Diese feine Truppe wird dabei helfen, endlich die langen Mühen der Forschungskommission zu belohnen. Möchtet ihr ein paar Worte sagen? Danke, Sir. Wir sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen. Das hier ist das Kernteam der Kommission. Ihr solltet euch miteinander bekannt machen. Ich freue mich darauf. Kommen wir zur Sache. Das neueste Monster der ältesten Wanderung ist der Sora Magdaros. Die Forschungskommission wurde beauftragt, herauszufinden, warum die Drachenältesten in die neue Welt ziehen. Die Drachenältesten leben seit dem Anbeginn der Zeit in unserer Nähe. Sie verändern das Ökosystem, formen das Land neu und erzeugen eine Katastrophe nach der anderen. Etwa alle 10 Jahre strömen sie auf diesen Kontinent. Mit Hilfe der fünften werden wir die fehlende Verbindung finden. Hört, hört. Jetzt wird's interessant. Jäger, ich möchte, dass ihr euch vorerst um unser Jagras-Problem und den Schutz des Hauptquartiers kümmert. Untersucht deshalb zuerst das Gebiet der Jagras. Findet heraus, wie sie ticken. Danach sehen wir weiter. Sind schon dabei, Sir. Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Sorgt dafür, dass diese Jäger alles Notwendige bekommen. Endlich mal ein Wort! An die fünfte. Macht euch mit unserer Arbeitsweise vertraut. Hier sind gute Lehrer, fragt einfach nach. Ihr habt ihn gehört. Haltet euch an mich, dann gibt es keine Probleme. Ich weiß, ihr werdet die Erwartungen erfüllen. Ihr seid der frische Wind, auf den wir gewartet haben. Okay, wegtreten. So, bei mir ist die Ratssitzung gleich vorbei. Hier drüben. Ja, ich will eine Waffe haben. Los. Geh in dein... Die Eisenlanze sieht auch geil aus. Ja. Rüste eine Waffe aus. Wir haben dir ein wenig Grundausrüstung in diese Ausrüstungstruhe gepackt. Wähle eine Waffe aus, die dir gefällt. Okay, mach ich. Ausrüstung ändern? Wieso Ausrüstung ändern? Ich dachte, ich soll eine Waffe auswählen. Jägermesser, aha.
Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Echt? Ich hab irgendwie hier... Also mit dem Schwert kannst du... Schwertschild kannst du blocken. Das ist gar nicht relativ cool. Ist vielleicht nicht ganz so super stark. Doppelklingen sind sehr schnell. Kannst dich aber... Musst halt dauernd ausweichen. Ja, ich hab auch so eine Proto-Eisen-Axt zum Beispiel. Ja, du kannst die praktisch gesehen eine Axt haben und gleichzeitig ein Großschwert. Ah, okay. Sobald du genug Elan hast. Ja. Was nehme ich denn jetzt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Nimm das Schmetterschwert. Ich auch. ja. Andere Ausrüstung brauche ich ja nicht. Ich habe ja schon eine Rüstung an. So, und jetzt? Achso. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wo, ab wo wir online spielen können. Ja, das wäre mal interessant zu wissen, weil... Genau. Sonst wird das hier auf Dauer langweilig. Geh zur Kantine, wenn du bereit bist. Du weißt, mir wird schnell langweilig. Ich werde dort mit einer Quest warten. Im Train. Ja. Ja, aber ab irgendwo muss man ja online spielen können. Ich weiß halt nicht, ob du erst deine erste Quest machen musst. Schauen wir mal einfach. Wildexperten sehen sich die Hinweise der Forschungskommission an. Diejenigen, die sie für wichtig halten, werden zu Quests. Okay. Hey! Was denn? Wo denn? Wer schreit hier? Hier drüben. Wo ist die Troller denn? Auch in der Kantine, ne? Ja. Vielleicht ist es aber wie den anderen, dass du erst in die Kantine musst. Ich gehe jetzt gerade zur Kantine. Hör mal, Questschalter. Was gibt's hier noch so? Arbeit ist hart. Okay. Kantine. Tutorial. Durch das Essen von Mahlzeiten können Werte wie Gesundheit ausmachen. Okay. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal... Soll ich jetzt eine Quest machen? Hier ist ein fünfter Bro, sitzt hier. Ne, fünfer Bro. Grüß dich. Wer ist denn das? Ah, Versammlungsstätte können wir also noch nicht hin. Ach, wir müssen in die Versammlungsstätte... Denk schon. Können wir da nicht hin? Wo ist die denn? Nee. Expedition aufbrechen kann ich nicht. Zur Katze hoch. Was zur Katze hoch? Ach, da. Hey. Versammlungsstätte. Warum geht das nicht? Aber meine Partnerin hat eine Quest für mich. Ich will aber keine Partnerin. Ich will meinen Partner haben. Genau zur rechten Zeit. Na gut, dann fange ich halt mit der Quest jetzt erstmal an. Schade. Müssen wir noch warten. Ja.
wir denn? Die neue Welt wartet auf uns. Gut. Neue Quest bekannt machen. Hab ich doch. Nee. Alle Quests haben Ziele, etwas zu töten eines Monsters. Um eine Quest zu starten, musst du zumindest eine Aufnahme schließen müssen. Optionale Quests, die zu den neuen Aufgaben. Untersuchung, diese speziellen Event sind. Ah, okay. Aufgaben. So. Die Quest wird geladen. So, wo muss ich jetzt hin? Muss ich jetzt da raus? Achso, zur Quest aufbrechen. Ah. Bitte warte, bis die Quest-Info geladen ist. Ich weiß gar nicht, wie ich kämpfe. Y? Was? Y? Okay, das ist unser erster Auftrag. Sehen wir uns noch einmal kurz die Regeln für Quests an. Lange Y ist aufgeladener Hieb. Kann ich das nicht umstellen? Wie kannst du? Regel Nummer 1. Erfülle das Ziel, um die Quest zu erfüllen. Und als das würdest einfach, du schießen in dem Sinne, kannst du blocken. Okay. Jede Quest besitzt ein Ziel. Die Quest ist erst abgeschlossen, wenn das unser Ziel besteht darin, eine bestimmte Menge Jagers zu erledigen. Gesehen auf Anvisieren kannst du irgendwas anvisieren. Auf dem Weg zur Basis sind wir Jagers begegnet. Weißt du noch die kleinen Monster? Mhm. Ich glaube, sie waren irgendwo hier. Ja. Willst du mal nachsehen? Regel Nummer 2. Benutze die Vorratstruhe. Die Kommission gibt uns auf jede Quest bestimmte Objekte mit. Sie sind in der Vorratstruhe dort drüben. Sieh mal hinein und entscheide, was du mitnehmen willst. Aha, Vorratstruhen, aha. Ah, okay. Schade, ich kann die Steuerung nicht umstellen. Glaube ich. Quest-Info. Gesten. Option. Steuerung. LBLT, achso, Sprinteinstellung. Nee, kann ich nicht umstellen. Erste Hilfe. Simple stellt eine kleine Menge Ausdauer wieder her. Aha. Ah ja, okay. Genau. Das sieht schon mächtig aus mit seinem Riesenschwert hier. Genau. Cool auf alle Fälle. Und mächtig. Aha. Cool, ich hab Leuchtmoos.
Sei vorsichtig. Okay. Halt deine Waffe vor dem Angriff bereit. Was du tun kannst, hängt davon ab, ob sie gezogen ist oder nicht. Wenn du erforschst oder Objekte sammelst, sollte deine Waffe immer weggesteckt sein. Ah ja. Ich werde Sammelpunkte und die Position von Monstern auf der Gebietskarte für dich markieren. Du kannst Honig sammeln und ihn mit einem Trank mischen, um so einen Megatrank herzustellen. Hier drüben! Mal ein bisschen was mitnehmen. Ein Rudel Jagras. Das sind die Monster, nach denen wir suchen. Mal sehen, wie du dich schlägst, wenn du auf dich allein gestellt bist. Ah ja. Okay. Okay, ich hab noch ein bisschen zu kämpfen, auf jeden Fall. Bin fertig. Wie, du bist fertig? Verdammt! Noch 50 Sekunden, dann... Okay. Geht also, ist jetzt eigentlich nicht so schwer. Sie laufen weg! Lass sie nicht entkommen! Nimm dir so viele Monster. Ach, man kann mehrere Hiebe hintereinander machen. Ach so. Ja, ja, ich drück also, nur immer einmal Y und so. Man kann Kombi-Angriffe machen. Okay. Hier drüben! Also auch eine Mischung aus Y und B und okay. Seitenhieb etc., weißt du? Also... Oh, Quest erfüllt. Jetzt kriegt mein Partner eine Wurst. Ups. Ich hab 720 Zentrum. Nutze, was du kannst. Ah, mal gucken. Alles was da. Das Großschwert ist eine mächtige Nahkampfwaffe. Nach Angriffen ist eine Deckung offen. Aber das ist es die Sache wert. Toll. Wir prüfen die Verbindung zum Netzwerk. Echt? Bist du nicht mehr? Bist du auch noch drin? Ja, deshalb wurde er zwischengerannt. Okay, gehen wir nach Hause und erstatten dem alten Mann Bericht. So, jetzt habe ich ein paar Jagras platt gemacht. Und trotzdem hängen hier noch welche ab. Ich mache euch jetzt alle platt, mir doch egal. Ja, wenn die da so doof rumstehen und warten, bis ich die töte. So, gute Arbeit. Ja, macht der Paul eigentlich auch was? Ja, der hilft dir mit Blitzbomben. Ah, krass. Du kannst jetzt über eine Online-Sitzung mit anderen Spielen aufs Quest ausgehen. Okay, dann muss ich... Möchtest du Sprache aktivieren? Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? 10 Sekunden, oh. Was muss ich denn jetzt machen? Anmeldebonus. Wo muss ich denn hin? Was denn? Ach so, ah, ich bin jetzt fertig. Na Gott sei Dank. Toll. Questbelohnung, okay. Renne zum Schmied. Okay, also ich muss mich noch ein bisschen reinüben, weil ich blick noch nicht so ganz durch. Das... Echt?
Ja, ich habe noch ein bisschen Probleme, weil für mich ist das ja immer... Das ist ja das erste Spiel auf diese Art und Weise, was ich spiele. Erste richtige Rollenspiel, meinst du? Ja. Also bis auf Fallout, aber Fallout war ja jetzt nicht mit Quest und sowas, sondern da hast du einfach irgendeine Aufgabe angenommen. Wenn du die geschafft hast, war gut, wenn nicht, dann nicht. Ja, das stimmt. So, das ist der Koch. Möchte ich aber nichts. Gehe ich jetzt erst nochmal wie gewollt zum Schmied oder wollen wir direkt uns online treffen? Gut, dich zu sehen. Können wir uns nur online treffen in der Quest oder können wir uns auch so in der Stadt online treffen? Ist so wie in der Stadt dann. Okay. Müsste, theoretisch. Außer die machen dann eine komplett neue Stadt auf und... Ah ja, das werden wir gleich sehen. Aha. Genau, ich schließe jetzt gerade erstmal die Quest zu Ende ab. Okay. Okay. Fasziniert. Ich kann auch meine Rüstung erstmal nur verbessern. Du kannst jetzt über eine Online-Sitzung mit anderen Spielern Quests aufbrechen. Möchtest du die Sprachchat-Funktion jetzt aktivieren? Hast du auf Ja gedrückt? Ja. Okay. Naja. Okay. Wir haben ja eigentlich schon Sprachchat, ne? Materialien haben, lass uns doch zur Schmiede gehen und sehen, was wir damit anfangen können. Eigentlich schon. So, Naja, egal. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo bist du denn jetzt gerade? Du bist wahrscheinlich in der Schmiede. Ja. Ich gehe da mal hoch. Wo soll ich auch anders da sein, ne? Ja, eben. Okay, jetzt bin ich aber auch in der Schmiede. Auch nicht so uncool aus. Mann. Ausrüstung verbessern. Was kann ich denn verbessern? Ich könnte mir jetzt schon meine Rüstung bauen, aber ich habe noch nicht alle Teile, das heißt, dauert halt. Ich müsste nur nochmal aufs Quest, aber ich möchte mit dir online jetzt erstmal, glaube ich. Ja, ich würde gerne. Scheiß auf die Rüstung, wir sind gut genug. Ich kann ja auch meine bisherige Rüstung kann ich ja auch verbessern. Irgendwie. Ja, mit Rüstkugeln, aber das geht ja nicht ewig. Ach so. Ja, dann, dann lasse ich es halt. Egal. Okay. Ich gehe dann zur mal... Versammlungshalle. So. Versammlungsstätte. Ja.